Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digital Fernsehen, zu einem neuen Video-Special. Wir haben heute den ersten 2016er TV im Test. Es ist der 55 PUS 8601 und laut Philips Information wurde das Modell für den Marktstart geupdatet, läuft jetzt als erstes 2016er Modell mit der Kennziffer 1 am Ende und soll gegenüber dem PUS 7600 zahlreiche Verbesserungen bieten. Ob das auch wirklich in der Praxis stimmt, haben wir uns mal angeschaut. Zuerst kümmern wir uns ein bisschen um die Ausstattung und danach schauen wir uns die Bildqualität an. Wie man hier unschwer erkennen kann, hat Philips im Gegensatz zur PUS 7600er Serie gleich vier LED-Leisten an der Rückseite verbaut. Das heißt, bei diesem LED-LCD-Fernseher befinden sich die Leuchtdioden nicht nur im Gehäuse, um das Bild zu erzeugen, sondern auch an der Rückwand. Es wird farbiges Licht passend zum Bildinhalt eingefärbt zur Wand geworfen und es soll damit einen vergrößerten Bildeindruck geben. Und auch der Kontrasteindruck soll sich verbessern. Welche Möglichkeiten das Ambilight bietet, das schauen wir uns dann im Detail in den Bildeinstellungen mal an. Die zweite Besonderheit des Fernsehers sind die magnetisch fixierten Seitenlautsprecher. Diese lassen sich mit einem Handgriff abnehmen und auch wieder dran heften. Beim Transport ist eben darauf zu achten, dass ihr den Fernseher nicht so anhebt, dass euch dann leicht passieren kann, dass diese Lautsprecher wegkippen. Aber ansonsten ist das wirklich eine sehr feine Geschichte. Ihr könnt die Seitenlautsprecher auch auf Stative aufstellen, die dienen dann noch so ein bisschen zur Bassverstärkung. Am Fernseher sind zusätzlich Anschlüsse vorhanden, damit auch der Ton wirklich über diese Hochtontreiber ausgegeben wird. Zusätzlich findet ihr an der Rückseite noch Tief-Mitteltöner, damit ihr eben auch ohne diese externen Stative einen guten Klangeindruck bekommt. Und wir waren vom Klang tatsächlich recht angetan. Es ist ein sehr direkter Klang, der sich mit ansonsten ja meist diffus abstrahlenden Lautsprechern so definitiv nicht einstellt, also großes Plus. Auch die Stereo-Effekte können überzeugen, also da hat Philips wirklich gute Arbeit geleistet. Bei den Anschlüssen gibt es nicht zu bemängeln, vier HDMI-Eingänge, Doppeltuner und zwei CI-Plus-Slots sind ebenso vorhanden. Im Gegensatz zur offiziellen Philips-Angabe stellte sich im Test heraus, dass alle vier HDMI-Anschlüsse zum Kopierschutz HDCP 2.2 kompatibel sind und ihr damit uneingeschränkt UHD-Signale über HDMI zuspielen könnt. Was uns ebenfalls gefallen hat, ist das generelle Design. Die Standfüße verleihen dem Fernseher fast schon einen schwebenden Charakter. Der Bildrahmen ist kaum sichtbar, das Display angenehm flach. Also auch in Sachen Design kann sich der PUS 8601 wirklich sehen lassen. Die beiliegende Fernbedienung ist schon ganz klar auf die Smart TV und Android Funktion ausgelegt. Hier oben habt ihr das Mikrofon, dann die prominent platzierte Netflix-Taste. Auf der Rückseite habt ihr eine wunderbar bedienbare Tastatur. Speziell für die Internetnavigation ist das eine sehr praktische Angelegenheit. Was aber eben fehlt bzw. nicht mehr unterstützt wird im Vergleich zum Vorjahr, ist die Mauszeigersteuerung, die ist entfallen. Stattdessen könnt ihr hier über dieses Steuerkreuz, das sich auch wirklich drücken lässt, per Touchpad navigieren. Und genau diese Funktion hat uns im Test ganz schön genervt, weil man eigentlich drücken möchte, doch dieses Touchpad registriert gleichzeitig so eine Wischgeste, was insbesondere bei der Menünavigation ein bisschen umständlich ist, denn dann springt ihr leicht willkürlich hin und her. Leider lässt sich das Touchpad nicht per Software abschalten und der letzte Punkt, der uns nicht gefallen hat, ist diese Back-Taste, die euch immer wieder aus dem Bildmenü rauswirft, anstatt einfach schrittweise zurückzugehen. Wie bei Android-TVs üblich, lohnt es sich, den TV selbstverständlich mit dem Internet zu verbinden. Der Startbildschirm sieht YouTube-ähnlich aus, kachelähnlich aus, wie man es eventuell auch von Smartphones oder Android-Setup-Boxen gewöhnt ist. Philips hat aber dafür gesorgt, dass es beispielsweise eine TV-Exit-Taste gibt, mit der ihr sehr schnell in den TV-Betrieb wechseln könnt. Es gibt eine Schnellliste, um die wichtigsten Apps, externe Quellen und so weiter direkt anzuwählen oder externe Medien. Das heißt, ihr müsst nicht umständlich im Android-Menü lange hier rumsuchen in dieser Kachelstruktur, sondern könnt über die Kurzwahltaste das sehr schnell und unkompliziert anwählen. Wenn ihr über die OK-Taste die Senderlistenauswahl abruft und dann nach oben scrollt, da seht ihr dann, alle Satellitensender sind markiert. Dann könnt ihr hier nach rechts auf diese drei Punkte scrollen und eine Favoritenliste erstellen.
Dadurch, dass Philips immer die Sender auch mit den jeweiligen Logos unterlegt, ist es auch für Einsteiger ziemlich einfach, da mit einem hohen Wiedererkennungswert die betreffenden Listen einzurichten. Die könntet ihr jetzt noch benennen. Wie gesagt, über die rückseitige Tastatur lässt sich das schnell eintippen. Dann nach unten scrollen, schließen und ihr habt die erste Favoritenliste angewählt. Was jetzt ein bisschen unglücklich ist, wenn ihr jetzt wieder auf diese drei Punkte geht, könnt ihr hier nicht eine weitere Favoritenliste hinzufügen. Ihr könntet jetzt beispielsweise die bestehende kopieren und dann die kopierte wieder bearbeiten. Es geht aber einfacher, indem ihr hier wieder auf alle Satellitensender zurückschaltet. Ja, ihr merkt schon, immer wieder hochschalten auf die drei Punkte. Dann könnt ihr wieder eine Favoritenliste erstellen. Und das Ganze könnt ihr insgesamt viermal durchführen. Was ebenfalls ganz nett gelöst ist, wenn ihr auf die Komplettliste geht, die ihr eingelesen habt, dann hier diese Liste bestätigt und auf Satellitensender filtern klickt, dann könnt ihr hier Sender suchen und könnt jetzt einfach beispielsweise UHD eingeben, dann das bestätigen und dann zeigt der TV wirklich alle UHD-Sender an, die er eingelesen hat, und das ist auch die nächste Besonderheit. Mittlerweile ist das Update draußen für die HEVC-Dekodierung und ihr könnt dann Ultra-HD-Material über die integrierten Tuner bestaunen. Ihr könnt über einen angeschlossenen USB-Datenträger das laufende Programm auch anhalten, also per Timeshift-Funktion oder die Aufzeichnungsfunktion nutzen. Hier zeigte sich der Philips Android TV flexibler als vergleichbare andere Android-Geräte. Im Android Store stehen euch, wie von Smartphones gewöhnt, der Google Play Store zur Verfügung. Nutzungsbedingungen müsst ihr dann natürlich akzeptieren. Das ist auch eins der ersten Abfragen, die kommen, noch bevor die Programme, die TV-Inhalte gesucht werden, werdet ihr gebeten, euer Google-Konto zu bestätigen. Also das ist für ein TV sicherlich erstmal ungewohnt, aber wie gesagt, wer sich ein Android-TV zulegt, da sollte wahrscheinlich schon im Hintergrund mitschweben, dass man Android auch wirklich haben möchte. Die Performance ist jetzt nicht stark gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Philips setzt aber auf eine andere Hardware-Plattform, das heißt, es sind andere Chipsätze verbaut, das können wir uns hier mal im Detail anschauen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass im Dauerbetrieb die Leistung nicht in die Knie geht. Also das, was wir bisher immer beobachten konnten, dass die Navigationsleistung und dieses flüssige Scrollen mit der Zeit nachlässt, das war beim POS 8601 nicht der Fall. Also auch hier können wir sagen, hat Philips einen guten Job gemacht, um Android wirklich sauber lauffähig zu machen. Das gleiche trifft auch auf die Mikrofonfunktion zu, das heißt, ihr könnt hier Suchbegriffe eingeben. Wie hoch ist der Eiffelturm? Und dann werden praktisch diese Ergebnisse nicht nur angezeigt, sondern auch vorgelesen. Das funktioniert auch besser als beim 7600er. Was jetzt diese Android-Plattform noch nicht zur idealen TV-Plattform macht, ist einfach, dass das hier Googles eigenes System ist, das noch nicht so richtig auf TV-Inhalte abgestimmt ist. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal suchen, wann läuft der nächste Tatort? Dann bekommen wir hier nicht wirklich sinnvolle Ergebnisse präsentiert, was einfach daran liegt, dass Google eben nicht mit den Sendeanstalten kooperiert, beziehungsweise die Sendeanstalten nicht mit Google. Das heißt, normalerweise wäre es jetzt sinnvoll, irgendwelche Videotext-Informationen auszulesen, senderübergreifend, aber so weit sind wir eben noch nicht. Deswegen werden jetzt hier nur relativ belanglose YouTube-Verknüpfungen angezeigt. Das heißt, Android eignet sich noch nicht so richtig, um das lineare TV hier wirklich sinnvoll abzubilden. Die Philips eigene Lösung lautet TopPix. Das ist eine Taste, die ihr auf der Fernbedienung findet, die im Prinzip versucht, ihr seht es hier oben schon, jetzt im TV oder Video-on-Demand-Dienste so ein bisschen verknüpft darzustellen. Das funktioniert ganz gut, ist aber eben auch noch nicht der Idealzustand. Das heißt, hier muss man einfach mal abwarten. Eine generelle Empfehlung für Nutzer, die Android sehr exzessiv nutzen, sind hier diese
aktiven Apps, die euch dann anzeigen, welche Apps im Hintergrund geladen werden, welche aktiv sind, welche parallel laufen. Ihr kann es genau wie bei Smartphones oder Tablets wirklich nützlich sein, bestimmte Dienste zu deaktivieren, um einfach zu vermeiden, dass zu viele Anwendungen gleichzeitig parallel geöffnet sind. Die Eingabeverzögerung des TVs bei Videospielen beläuft sich im normalen TV-Modus auf ungefähr 85 Millisekunden, während ihr im Spielemodus diese mehr als um die Hälfte reduzieren könnt, dann bewegt ihr euch im Bereich von 40 Millisekunden. Und das Gute ist, dass die Bildeinstellung, wenn ihr das hier als Spielemodus deklariert, die generellen Bildeinstellungen bestehen bleiben. Das heißt, ihr müsst das Bild nicht nochmal neu einstellen. Was aber nicht verfügbar ist im Spielemodus, ist die Zwischenbildberechnung. Das ist aber bei allen anderen TVs ebenso der Fall. Wenn ihr PC-Signale einspeist bzw. Signale mit voller Farbauflösung, dann lohnt es sich, das hier nicht auf Aus oder Spiel zu schalten, sondern auf Computer. Der TV schaltet dann um und geht in den Modus mit voller Farbauflösung, um das wirklich pixelgenau darzustellen. Das funktioniert fehlerfrei und ist damit auch besser als die Darstellung, die wir noch beim POS 7600 hatten, wo der 444 Darstellungsmodus leider nicht so funktionierte wie gewünscht. Damit hat der POS 8601 keine Probleme. Wenn wir uns die Bildeinstellungen anschauen, unterscheiden die sich nicht vom 7600er aus dem letzten Jahr. Den Farbregler haben wir hier ein bisschen angehoben, weil die Voreinstellung doch ein bisschen untersättigt ist. Zum Bildkontrast komme ich später. Das ist hier übrigens die Kontrasteinstellung fürs Backlight. Es handelt sich hier um ein Edge-LED-LCD mit zwei LED-Leisten links rechts. Das heißt, eine indirekte Bildausleuchtung. Der Schärferegler greift sehr, sehr sichtbar ein. Das heißt, Filmfans sollten das hier bei 1 belassen. Ansonsten kann man das auch noch um eine Stufe auf 2 erhöhen. Spiele- und PC-Modus hatten wir schon. Farboptimierung ist so eine heikle Geschichte, denn ich kann euch das hier mal im Messdiagramm zeigen. Die komplette Farbbalance verschiebt sich und das Bild wird dadurch sehr, sehr bläulich. Kann man, hoffe ich, auch hier sehr schön sehen. Das heißt, da müssen wir einfach sagen, gefällt uns die Farbbalance im normalen Modus deutlich besser. Bei der Farbtemperatur ist es leider so, genau wie beim 7600er, der TV ist extrem bläulich eingestellt. Also egal, was man hier anwählt, ob normal, warm oder kalt, ihr habt in den dunklen Bildbereichen wirklich einen sehr starken Blauschimmer. Kann man hier so ein bisschen rauskalibrieren. Beim Kontrastmodus ist zu sagen, dass dieser die LEDs ansteuert bzw. dafür sorgt, wie die LEDs gedimmt werden. Und das zeige ich euch hier mal in einem Beispiel. Wir haben hier mal das Star Wars Logo gewählt aus dem Trailer zu Das Erwachen der Macht. Und wenn ihr die LED-Ansteuerung auf Aus stellt, bleibt die maximale Bildhelligkeit erhalten. Das sieht dann so aus. Wenn ihr die LED-Ansteuerung ändert auf den Modus Standard, dann wird die Lichtleistung bei solchen Bildelementen gedrosselt. Das heißt, das Bild erscheint dann einfach nicht mehr ganz so hell, weil sich der TV jetzt auf die dunklen Bereiche konzentriert. Es kann immer nur die Helligkeit für das komplette Bild angepasst werden. Das heißt, es ist leider nicht möglich, hier einzelne Zonen oder einzelne Sektoren anzusteuern. Das heißt, der TV analysiert immer das komplette Bild und trifft dann die Entscheidung, wie hoch soll die Helligkeit ausfallen. Der TV operiert dann hier auch unabhängig von der getroffenen Hintergrundbeleuchtungseinstellung. Das heißt nicht, dass wenn ihr hier diesen Hintergrundbeleuchtungsregler auf 100% laufen lasst, dass der TV wirklich immer 100% Lichtleistung zur Verfügung stellt. Sobald ihr den Kontrastmodus hier wechselt, legt der TV praktisch die Grenzen eigenständig vor. Was man hier eben merkt, ist, wie der TV das komplette Bild abdunkelt. Das ist im Standardmodus okay, da trifft er, finden wir zumindest, einen guten Mittelweg aus Schwarzdarstellung und Bildhelligkeit. Aber wo es dann wirklich zu viel des Guten ist, ist bei der Einstellung optimales Bild. Da wird die Bildhelligkeit doch dann massivst reduziert und das ist dann
Also selbst im abgedunkelten Wohnraum oder nennen wir es mal Heimkinoraum, einfach zu wenig an Leuchtkraft, die der TV da zur Verfügung stellt. Das Bild wird viel zu matt und man hat wirkliche Probleme in dunklen Bereichen die Details noch auszumachen. Das heißt, wir können eigentlich nur den Standardmodus empfehlen und den Modus optimales Bild solltet ihr eher meiden. Die Bright Pro Funktion ist eine HDR-Simulation. Der TV unterstützt keine HDR-Signale, aber er ist in der Lage, die Bildhelligkeit so stark zu verbessern, dass der komplette Dynamikumfang den Eindruck vermittelt, als hätte man es mit einem HDR-TV zu tun. Das funktioniert mit bestehendem Content wirklich sehr, sehr gut, obwohl man hier natürlich keine Zonenansteuerung hat oder keine punktuelle Ansteuerung. Gelingt es Philips da sehr viel Helligkeit aus dem Bildinhalt herauszupressen. Man muss aber auch sagen, dass man, wenn man hier Bright Pro nutzt, den Modus perfekter Kontrast dann meiden sollte. Also das wäre dann einfach zu viel des Guten, wenn man dann hier noch über zusätzliche Kontrastverstärkung versucht, den Bildinhalt noch mehr zu verfremden. Es reicht dir wirklich aus, Bright Pro zu nutzen. Und der große Unterschied im Vergleich zum 7600er ist, dass der 8600er viel, viel leistungsstärkere LEDs besitzt. Das heißt, die Bildhelligkeit kann sich tatsächlich mit HDR-TVs messen. Wir haben hier rund 600 Nits zur Verfügung. Das ist mehr als ausreichend. UHD Premium-konform sind diese Vorgaben natürlich nicht, aber wie gesagt, der TV ist ja eigentlich ein Modell, was im letzten Jahr erscheinen sollte. Und da sind die Leistungen wirklich sehr, sehr gut. Bildhelligkeit, da reguliert ihr die Schwarzdarstellung. Das heißt, wenn ihr das hier zu hoch dreht, bleichen euch dunkle Bildbereiche aus. Das solltet ihr hier in der 50er Einstellung belassen. Beim Videokontrast steuert ihr den Signalpegel aus. Da haben wir uns hier auf 95 eingeschränkt, weil sonst auch die Details in sehr hellen Bereichen flöten gehen. Lichtsensor wie gewünscht. Bei der Gamma haben wir einen Kompromiss gemacht. Wir sind hier in die minus 1 Einstellung gegangen, weil die Durchzeichnung in dunklen Bereichen nicht optimal ist bei dem TV. Das lässt sich da ganz gut steuern. Und was wir aber leider sagen müssen, ist, dass diese Farbtemperatureinstellung hier in extremem Maße nicht nur die Farbtemperatur, also praktisch die Einfärbung von dunklen Bereichen regelt, sondern eben auch noch die Durchzeichnung. Das heißt, mit diesem grünen Regler hier manipuliert ihr sehr stark die Durchzeichnungsqualität. In den normalen Bildvoreinstellungen und leider auch im voreingestellten Filmmodus ist die Durchzeichnung in dunklen Bereichen wirklich suboptimal. Und durch den Blauschimmer geht halt auch so ein bisschen dieses Filmfeeling verloren. Wenn ihr den Gamma-Regler und den Farbtemperaturregler angleicht, habt ihr da eine bessere Durchzeichnungsqualität und die Farbstabilität in dunklen Bereichen verbessert sich ebenfalls. Das müsst ihr einfach beachten, dass die Voreinstellungen nicht optimal sind. Im Gegensatz zum 7600er konnten wir da aber noch viel rausholen. Unter dem Punkt Schärfe verknüpft Philips diese Nachschärfungsfunktion. Ist nicht so aufdringlich wie der normale Schärferegler. Geht auch so ein bisschen in Richtung Pixel-Kontrastanhebung. Kann man also machen. Eine besondere Erwähnung ist der Rauschfilterwert, denn der ist ausnahmsweise mal gelungen. Wenn ihr das hier auf ausschaltet, ist er komplett deaktiviert. Wenn ihr es auf Minimum schaltet, passiert was ganz Witziges. Wenn ihr Material habt mit starkem Bildrauschen, das wird sehr gut gefiltert in der Minimum-Einstellung. Sobald sich aber die Kamera bewegt, wird dieser Filter nahezu aufgehoben, was sehr, sehr gut ist, weil dann nämlich vermieden wird, dass sich Nachzieheffekte bilden. Das heißt, das ist eine eigentlich vergleichsweise simple, aber sehr effiziente Lösung, um den Rauschfilter effektiv zu gestalten. Das heißt, sobald das Bild ruhig steht, werden die Rauschmuster exzellent unterdrückt. Und sobald es sich stark bewegt, wird diese Filterung aufgehoben, um diese Nachzieheffekte zu unterbinden. MPEG-Artefaktunterdrückung kann man im Normalfall ausschalten. Der TV hat von Haus aus eine schöne Glättung, um 8-Bit-Signale zu glätten. Also da ist das nicht unbedingt nötig. Außer man hat natürlich extrem komprimiertes Material. Perfect Natural Motion ist die Zwischenbildberechnung, die funktioniert wirklich sehr gut, wenn man eben auf diese ultraflüssigen Filmbilder Wert legt. In der Minimum-Einstellung kann es teilweise noch sein, dass ein Gang zurückgeschaltet wird. Sobald ihr hier in der mittleren Einstellung seid, bleibt es wirklich jederzeit flüssig.
Clear LCD ist so ein bisschen noch eine Backlight-Ansteuerung, um Nachzieheffekte zu vermeiden. Das schauen wir uns dann auch mal an. Die Bildformateinstellung ist ein bisschen unglücklich gelöst, denn alles, was ihr hier anwählen könnt, Bildschirm ausfüllen, Vollbild, Breitbild, ist alles mit einem Bildbeschnitt versehen. Das heißt, ihr müsst hier in die erweiterten Einstellungen und das Ganze auf Original einstellen. Wenn ihr TV-Signale habt, in 27p, dann macht es wiederum Sinn, beispielsweise Bildschirm ausfüllen zu verwenden, denn wenn ihr hier auf Original schaltet, wird das Bild im verkleinerten Fenster dargestellt. Das kann manchmal helfen. Das Modell gibt es ja auch in 65 Zoll, wenn man jetzt beispielsweise SD-Inhalte hat, um das Bild nicht so groß darzustellen, zwecks der verminderten Bildqualität. Ansonsten, was auch ganz witzig ist, sind diese stufenlosen Zoom-Funktionen. Das heißt, ihr könnt das Bild zoomen, ihr könnt es auch schrittweise verkleinern, so wie ihr es möchtet. Und könnt es dann eben auf den jeweiligen Bildinhalt ganz gut abstimmen. Ihr könnt es auch stufenlos verzerren. Also da stehen euch alle Möglichkeiten offen. Über das Ambilight hatten wir schon gesprochen. Was die Sache hier jetzt so besonders macht, sind die Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt nämlich erstmal vorgeben, ob ihr dem Video folgen wollt. Das heißt, der TV analysiert dann auf Basis der Bildinformationen, wie die rückseitigen LEDs das Licht ausgeben sollen. Im Modus Spiel wird in sehr dunklen Szenen das Ambilight heruntergedimmt. Wer es besonders actionreich mag, für den ist der Spielemodus definitiv eine Empfehlung wert. Ansonsten kann man beispielsweise in die Lebhaft-Einstellung schalten. Da ist es immer noch beeindruckend, aber insgesamt halt ein bisschen ruhiger und ein bisschen angenehmer auf Dauer. Genau wie beim 7600er ist das Rücklicht eigentlich zu einem breiteren Farbumfang in der Lage als der TV selbst. Das heißt, ihr habt keinen erweiterten Farbraum beim Bildinhalt. Das können wir uns hier mal im Messdiagramm anschauen. Das Ambilight hat halt potenziell mehr Leistung zur Verfügung, wenn man es denn passend zum Bild abstimmen möchte, gibt es dann hier noch die Funktion unter Ambilight-Einstellungen, beispielsweise die Sättigung ein bisschen runterzufahren, dass man dann ungefähr auf dem Niveau ist, auf dem sich der TV bewegt. Ihr könnt aber auch die Ambilight-Einstellungen wechseln, und zwar nicht auf Video folgen, sondern auf Audio folgen. Und dann analysiert der TV beispielsweise im Rhythmus die Tonspur. Und was hier ganz witzig gelöst ist, dieses Aufblinken, speziell im unteren Bereich, ist dem Donnergrollen geschuldet, der hier im Hintergrund abläuft. Also ihr habt wirklich auf Basis der Toninformation Ambilight-Effekte. Ebenfalls gut gelöst ist, dadurch, dass das Ambilight jetzt vierseitig funktioniert, könnt ihr hier noch die Helligkeit an der Unterseite getrennt ansteuern, weil natürlich klar ist, dass die Abstrahlung nach unten eine sehr, sehr geringe Distanz zum Unterboden aufweist, und dann könnte diese Lichtreflexion je nach Material entweder zu stark oder eben auch zu gering sein, und da hat halt Philips eben mit Vorbedacht hier den Helligkeitsregler getrennt gemacht, um wirklich diese Lichtintensität gleichmäßig anpassen zu können. Die Toneinstellungen können ebenfalls überzeugen. Wir hatten auch keine Probleme mit dem Virtual Surround Modus, obwohl wir sagen müssen, uns gefällt der Stereo Modus und hier auch der Original Modus wirklich am besten, weil die Lautsprecherabstimmung von Haus aus gut gelungen ist, und da will man nicht, dass dieser direkte Klangeindruck irgendwie verbessert wird. Die Lautstärkeanpassung funktioniert auch ganz okay. Der TV hat Mehrkanal-Decoder und kann beispielsweise 5.1 Tonspuren im Dolby digitalen DTS-Format dekodieren, was super ist, aber was hier fehlt, ist eine Regelung für den Center-Lautsprecher. Das heißt, der TV hat natürlich keinen Center-Lautsprecher, aber es wäre exzellent gewesen, wenn man diesen Center-Kanal hier anheben hätte können, um einfach dafür zu sorgen, dass speziell bei Filmen wie in Interstellar die Sprachverständlichkeit auch bei niedrigen Pegeln gewährleistet wird. Also das ist einfach eine Idee für die Zukunft. Man hat hier zwar mit Clear Sound so eine Equalizer-Anpassung, dass der Sprachbereich gepusht wird, aber das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, dass man hier in den Frequenzgang unnötig eingreift.
Da wäre es einfach besser gewesen, wenn man eh schon das Signal dekodiert, hier eine Center-Regelungseinstellung mitzuliefern. Für 3D-Fans ist der TV leider nicht geeignet, denn zu unserer großen Überraschung unterstützt der TV keine Blu-ray 3D-Signale. Was jetzt passiert, wenn man eine 3D Blu-ray einlegt, das können wir uns hier mal am Beispiel von Life of Pi anschauen. Die gute Nachricht ist, 3D-Discs laufen, also es ist nicht so, dass der Blu-ray-Player euch darüber informiert, dass ein Gerät angeschlossen ist, was 3D-Standards nicht unterstützt und ihr jetzt beispielsweise 3D-Discs gar nicht mehr abspielen könntet. Aber was der TV macht, es wird einfach die 2D-Bildspur ausgelesen und ihr könnt sämtliche 3D-Discs in 2D abspielen. Was da jetzt der Vorteil ist im Vergleich zu einem TV, der 3D gar nicht unterstützen würde, ist relativ einfach. Es gibt manche Filme wie Guardians of the Galaxy, die ausschließlich in der 3D-Fassung beispielsweise im IMAX-Format vorliegen. Das heißt, es kann wirklich Sinn machen, die 3D-Fassung abzuspielen, obwohl der TV 3D nicht unterstützt, und insgesamt müssen wir sagen, ist das ein guter Kompromiss, denn die Shutter-3D-Darstellung ist in den meisten Fällen so oder so durchwachsen. Das heißt, ein großer Verlust ist es nicht und es bleibt benutzerfreundlich, denn ihr könnt die Discs abspielen, wenn auch nur in 2D. Bei der Bilddarstellung macht der POS 8601 einen ordentlichen Sprung im Vergleich zum 7600er. Was überrascht ist, ist, dass das Panel eigentlich identisch ist. Das heißt, die Grundvoraussetzungen sind vergleichbar. Dadurch, dass einzelne LED-Zonen nicht angesteuert werden können, kann die Bildhelligkeit auch nur immer für das gesamte Bild geregelt werden. Also man erwartet jetzt nicht wirklich, dass der 8000er dem 7000er überlegen ist, aber wenn man sich halt die einzelnen Teilbereiche anschaut, dann ist der Abstand doch beträchtlich. Was Philips gut macht, ist, dass die Bildansteuerung eigentlich tadellos funktioniert. Es gibt eben nur den Nachteil, dass die bestmögliche Schwarzdarstellung sehr, sehr selten abgerufen werden kann, weil eben Kinobalken beispielsweise nicht gezielt runtergedimmt werden können. Und wenn man das Bild nicht komplett zu dunkel darstellen möchte, kommt man eben nicht umhin, die LEDs dann mit hoher Leuchtstärke zu betreiben, was dann wiederum bedeutet, man sieht diese Lichtkegel an den Bildecken so ein bisschen reinstrahlen, ist dann natürlich kontraproduktiv, wenn dann tatsächlich Kinobalken im Bild vorhanden sind. Aber ansonsten kann der Kontrasteindruck wirklich überzeugen und der große Unterschied zum 7000er ist wirklich die Bildhelligkeit. Also da macht der 8000er einen großen Schritt nach vorn und ist wirklich vergleichbar mit den besten Edge-LED-LCDs im letzten Jahr. Je nach eigenen Anspruch an die Farbdarstellung schwankt dann so ein bisschen die Lichtausgabe. Man wird aber Minimum 550 Nits erreichen, 600 Nits sind auch nicht unmöglich bei natürlichen Farben. Also das ist wirklich eine Bildhelligkeit, da würde auch eine HDR-Bildverarbeitung Sinn machen. Bei der Bewegtbildschärfe ist zu sagen, dass diese immer noch auf einem guten 100-Hertz-Niveau liegt. Das heißt, mit den Klassenbesten kann man hier noch nicht mithalten, aber die Nachzieheffekte wurden deutlich minimiert. Also das war beim 7000er auch relativ störend. Beim 8000er wurde es stark minimiert. Es ist immer noch erkennbar, aber eben bei Weitem nicht mehr so deutlich. Herkömmliche 8-Bit-Quellen werden vom Fernseher ganz gut geglättet, also man hat nicht diese störenden Bending-Effekte, was besonders für Animationsfilme ganz praktisch ist. Die Ausleuchtungsgenauigkeit kann sich wirklich sehen lassen, das heißt, man hat keine abgedunkelten Bildränder zu befürchten. Die Bildausleuchtung gelingt bis in die Ecken eigentlich weitgehend fehlerfrei. Das sorgt eben dann auch dafür, dass das Bild in Summe sehr, sehr brillant erscheint und man eben nicht nur irgendwie im Bildmittelpunkt sozusagen eine hohe Leuchtstärke hat, sondern dass bis in die Randbereiche beibehalten wird. Der Nachteil des Panels ist, genau wie beim 7000er, dass sehr blickwinkelinstabil arbeitet und dadurch ist es im Prinzip auch schwierig, diese bestmögliche Schwarzdarstellung in der Praxis umzusetzen. Wir haben ja mal ein Schwarzbild aus verschiedenen Perspektiven fotografiert und ihr merkt ja eben, dass diese partiellen Abdunklungen immer unserem Blickwinkel entsprechen. Das heißt, wenn wir von relativ weit unten drauf schauen, ist dann eben diese Schwarzdarstellung im unteren Bereich sichergestellt, während im oberen Bereich das Bild schon wieder ausbleicht. Wenn wir das von der Seite ein bisschen betrachten, rutscht sozusagen dieser Blickpunkt auch wirklich nach links, während dann rechts die Schwarzbereiche ausbleichen.
Also hier ist generell zu empfehlen, mittig sitzen, auf Augenhöhe den Fernseher aufstellen und im besten Fall ein Stück weit weg sitzen, also zwischen 3 und 4 Metern. Da hat man das Problem dann nicht, aber es reichen wirklich minimale Abweichungen aus, um diese eigentlich gute Schwarzdarstellung so ein bisschen zu untergraben. Im direkten Vergleich mit einem sehr, sehr guten LED-LCD fällt eigentlich nur auf, dass die Farbraumerweiterung fehlt. Das heißt, da geht potenziell noch mehr. Ist halt auch ein bisschen schade für die UHD Blu-ray, wird es dann ja den erweiterten Farbraum geben, der wird dann von Philips leider nicht unterstützt. Und wir hätten uns natürlich auch ein Kinobalkendimming gewünscht, aber ansonsten ist der TV ein Schritt in die richtige Richtung und das Gesamtbilderlebnis kann sich wirklich sehen lassen, weil eben die ganzen Bildregler in den meisten Fällen das machen, was sie machen sollen. Die Voreinstellung ist unglücklich, aber mit ein bisschen Mühe kommt man schon an sein Wunschbild ran. Und die HDR-Konvertierung ist wirklich top. Also das macht einfach Spaß, auf dem TV Filme, Spiele und auch TV-Inhalte zu schauen. Ich bin ganz ehrlich, nach den ganzen 7000er Modellen habe ich nicht erwartet, dass die neue 8000er Serie so viele umfangreiche Verbesserungen bietet. Ihr habt eine bessere Smart-TV-Performance, eine bessere Android-Performance. Mittlerweile sind die ganzen Updates draußen für den UHD-TV-Empfang. Ihr könnt mittlerweile 4 Favoritenlisten anwählen. Die ganze Infrastruktur scheint überarbeitet zu sein. Die neuen Chipsätze scheinen auch das zu machen, was sie machen sollen. Die Bildregler bieten nachvollziehbaren Korrektureingriff und die komplette Bildabstimmung macht einfach einen viel, viel besseren Eindruck als das, was wir beim 7600er gesehen haben. Kombiniert man das noch mit der höheren LED-Leistung und dem vierseitigen Ambilight, ist man tatsächlich bei einem äußerst leistungsstarken Paket, was für die veranschlagten 2300 Euro nicht selbstverständlich ist. Dass man hier jetzt noch einen guten Sound dazu bekommt, macht das Paket wirklich komplett und wir müssen einfach sagen, für das Geld ist der neue 8000er wirklich sehr, sehr konkurrenzfähig geraten. Klar ist, das Modell ist jetzt sehr, sehr spät erschienen. Das heißt, man erhält natürlich die Konkurrenzmodelle mittlerweile auch zu attraktiven Preisen. Aber man sollte eben nicht den Fehler machen und den 8600er zu ignorieren. Was so ein bisschen schade ist, ist die fehlende Bekenntnis zum Thema HDR. Hier bleibt es eben noch spannend, ob es da noch ein Update geben wird oder nicht. Und Android bleibt natürlich auch ein System, was man so ein bisschen mögen muss. Das heißt, alle internetaffinen Nutzer, die sich auch nicht davor scheuen, regelmäßige Updates zu fahren, die auch mal 1 GB groß sein können, für die ist der Fernseher wirklich eine Empfehlung wert. Und auf alle Fälle ist es der beste Philips TV seit langer, langer Zeit. Und das macht Hoffnung, dass Philips auf diesem Weg die weiteren Produkte dann weiter verbessert. Und speziell mit der 9000er Serie, die ja noch aussteht, könnte dann wirklich der ganz große Wurf gelingen. Den 8600er können wir aber schon mal sagen, dass das Modell in der Preis-Leistung wirklich überzeugt. Es ist sicher ein Fernseher, bei dem das Bauchgefühl auch eine entscheidende Rolle spielt, aber das Komplettpaket aus Bild, Sound und Ambilight gibt halt in der Form bei keinem anderen Hersteller. Also wenn es euch vorrangig darum geht, bisherige Quellen in guter Qualität darzustellen, dann ist der Philips TV 8601 ein wirklich guter Tipp. Wenn es jetzt darum geht, UHD Blu-ray-Content mit erweitertem Farbraum HDR darzustellen, da würden wir euch empfehlen, einfach noch zu warten, bis Philips entweder das Modell hier HDR-ready macht oder bis dann der 9000er kommt, der dann eben auch mit erweitertem Farbraum und HDR-Unterstützung und Direct-LED-Dimming das neue Format ausloten soll, dann natürlich auch wieder zu einem deutlich höheren Preis. Falls ihr die Qual der Wahl habt zwischen dem 7000er und dem 8000er, dann können wir euch den 8000er wärmstens empfehlen. Er hat uns deutlich besser gefallen. Ich hoffe, euch hat unser Video-Special zum 8601 gefallen. Wir werden bald auch über die neuen Philips-Produkte, über die weiteren Philips-Produkte 2016 innerhalb der European Convention berichten und vielleicht sehen wir uns ja dann wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut!